Ich bin in Dunedin angekommen und ich gehe gleich in ein Museum, denke ich. Und danach, weiß auch nicht. Mal gucken. Ich gehe jetzt ins Museum, mal sehen, was es hier so gibt. Das ist hier ein Museum über Maori und die Geschichte von Oamaru. Hier ist ein bisschen unheimlich. Hier starren einem die ganzen Gesichter an. Ich gehe wieder raus, sonst bekomme ich noch Albträume. Das sind aber komische Pferde. Ich wollte gerade auf Toilette gehen und die Toiletten sind ja auch so eingerichtet wie das Museum. Das war's schon vom Museum. Es gibt hier noch so einen chinesischen Garten, aber ich glaube, dafür müssen wir Eintritt bezahlen. $9 Eintritt, das ist mir zu viel. Ich bleib übrigens nur 2 Tage hier. Ach ja, hier gibt es auch die steilste Straße der Welt. Da gehe ich dann auch noch mal hin. Aber ich fahre hier nicht mit dem Pennyboard runter, sonst komme ich erst mal 2 Wochen ins Krankenhaus. Ich muss jetzt schnell in die Bibliothek noch was ausdrucken. Wunderbar funktioniert das Ausdrucken. Und jetzt laufe ich zur Baldwin Street, der steilsten Straße der Welt. Ganz schön anstrengend, so eine Strecke mit dem Pennyboard zu fahren. Nur noch bei der Hitze. Die steilste Straße der Welt, ich glaub's gar nicht. Es ist jetzt schon anstrengend hier hochzulaufen. Scheiße. Hier gibt es Treppen. Die Straße hat ein Gefälle von 19 Grad und ist damit die steilste Straße der Welt. Und die Sonne knallt mal wieder und ich habe meine Sonnenbrille, glaube ich, am Milford Sound versenkt. Die ist irgendwie unauffindbar und am Milford Sound hatte ich sie noch und auf einmal war sie weg, als das Kanufahren zu Ende war.
Sorry, Kajak fahren. Es war kein Kanu, es war ein Kajak. Die Leute werden hier mit Bussen angefahren, um die Straße einmal hochzulaufen und wieder runterzulaufen. Und viele fahren auch mit dem Taxi einmal hoch und einmal runter. Geht schon ab hier. Bei meiner GoPro ist ein Kratzer mitten auf der Linse. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm und kann trotzdem weiterfilmen, ohne dass das Bild jetzt scheiße aussieht. Oh mein Gott, ey. So eine Scheiße. Ich gehe jetzt nochmal in die Bibliothek und nutze das Internet von da. Dann war's das, denke ich, für heute. Also, haut rein.